wird sicherlich nächste Woche. Aber irgendwie hat er dann doch etwas mit den Nebentätigkeiten von Abgeordneten zu tun. Beschlossen und seit Ende 2004 in Kraft. Ein Gesetz, das die Aufsicht der Versicherungsunternehmen neu regelt. Kernpunkt: Einsicherungsfonds. Er soll im Fall einer Pleite von Lebensversicherungen die Verträge weiterführen. Ein Gesetz, ursprünglich geplant zum Schutz der Kunden, kommt schließlich ganz anders als gedacht. Der Kunde hat das Nachsehen. Das Gesetz über diesen sogenannten Sicherungsfonds wirkt wie ein unausgereifter Schnellschuss. Seit 21. Dezember 2004 ist es in Kraft. Doch die dazugehörigen Verordnungen fehlen, werden frühestens in einem halben Jahr nachgereicht. Für einen Rechtsstaat im Grunde nicht erträglich. Der Sicherungsfonds. Gut gedacht, schlecht gemacht. Wie kam es dazu? Rückblick. Juni 2003. Deutschland ist schockiert. Erlebt die erste Pleite einer Lebensversicherung. Die Mannheimer Leben muss aufgeben. Was mit den rund 345.000 Policen passiert, ist zunächst ungewiss. Kurz zuvor hatten die deutschen Lebensversicherer hastig die Auffanggesellschaft Protector gegründet. Die gesamte Branche hatte an der Börse viel Geld verloren und war in Schieflage geraten. So kam es auch zur ersten Pleite. Protector soll nun einspringen und die Verträge der Mannheimer weiterführen. Doch in der Praxis kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten. Der Übertrag des Bestandes dauert länger als ein Vierteljahr. Bundesaufsichtsamt und Regierung erkennen die Probleme, wollen nun die Auffanggesellschaft verpflichtend gesetzlich regeln. Im April 2004 legt das Bundesfinanzministerium dazu einen Gesetzentwurf vor. Die Unternehmen werden in die Pflicht genommen. Aus ihrem Eigenkapital sollen sie Beiträge einzahlen in einen gesetzlich geregelten Sicherungsfonds. Dieser füllt sich und steht im Ernstfall zur Verfügung. Reicht der Fonds dann nicht aus, sollen die Unternehmen unbegrenzt nachschießen. Volle Sicherheit für die Versicherten. Doch die Branche läuft Sturm. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV wehrt sich heftig gegen den Entwurf, lehnt laufende Beitragszahlungen ab. Er will sich nur im Bedarfsfall zu Leistungen verpflichten. Nach langem Hin und Her landet der Gesetzesentwurf schließlich im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Hier nimmt der Entwurf die entscheidende Wende. In der Beschlussempfehlung an den Bundesrat finden sich, dem Entwurf gegenübergestellt rechts fett gedruckt, geänderte oder neu eingefügte Passagen, die meisten zu Lasten der Verbraucher. In vielen Punkten setzt sich die Versicherungswirtschaft mit ihren Forderungen durch. Sie liefert in ihrer Stellungnahme fertig ausformulierte Gesetzestexte, die teilweise sogar unverändert in die Beschlussempfehlung übernommen und so als Gesetz verabschiedet werden. Grandiose Lobbyarbeit. Finanzausschuss und Versicherungswirtschaft sind traditionell relativ eng verflochten. Eine ganze Reihe von Ausschussmitgliedern hat Jobs in der Versicherungswirtschaft, in Beiräten, in Aufsichtsräten. Das alles ist bekannt und hat sich nicht geändert. Sogar die Vorsitzende des Finanzausschusses, Christine Scheel, hatte noch im Jahr 2003 Beiratsposten bei den Versicherungen Barmenia und Hamburg-Mannheimer und war im Aufsichtsrat der Nürnberger Versicherung. Durch alle Parteien hindurch haben 7 Mitglieder und Stellvertreter Posten in Versicherungsunternehmen. Schließlich kam ein Gesetz zustande, zugunsten der Branche, zu Lasten der Verbraucher. 500 Millionen Euro zahlen die Unternehmen in den Sicherungsfonds. Im Krisenfall bei Bedarf noch einmal weitere 500 Millionen. Insgesamt also maximal 1 Milliarde Euro. Reicht das nicht, sind die Kunden dran. 5% des Sparkapitals der Versicherten, also das, was sie einbezahlt haben, müssen aufgegeben werden, um einen Pleitekandidaten zu sanieren. Für die Sanierung eines mittleren und großen Lebensversicherers in Deutschland reichen rund 1 Milliarde Euro sicherlich nicht aus. Das sieht man daran, dass die kleine Lebensversicherungsgesellschaft Mannheimer mit einem Marktanteil von 0,6% bis heute rund 300 Millionen Euro gekostet hat. Weitere 200 Millionen sind durchaus denkbar, da der Bestand noch nicht verkauft ist. Auf Druck der Branche wird im Absatz Finanzierung ein neuer Passus eingefügt. Wenn man den Paragraphendschungel übersetzt, heißt das nichts anderes, als dass der Fonds aus den Kundengeldern finanziert werden kann. Damit werden keine Beiträge einbezahlt, sondern nur Geldanlagen verschoben. Im Ernstfall sind dann nicht Unternehmensgelder, sondern Kundengelder verbraucht.
Die Finanzierung des Sicherungsfonds ist aus meiner Sicht sehr problematisch. Ich würde sogar sagen, verfassungswidrig, weil hier Geld aus dem Deckungsstock der Versicherten, also ihr Geld, genommen wird und in eine Anlage gegeben wird, die keine Überschüsse produzieren kann. Kann sie nicht. Weil man vor der Krise kein Geld verdient und nach der Krise braucht man Geld. Mit anderen Worten, hier wird Geld aus dem Deckungsstock der Versicherten genommen. Sie bezahlen den Sicherungsfonds, aber sie wissen es nicht. Es bleibt intransparent, was sie da tun, und das halte ich für verfassungswidrig. Auch in § 125 hat sich die Branche durchgesetzt. Hier wird für den Pleitefall die Möglichkeit einer Kündigungssperre hinzugefügt. Die Kunden kommen dann nicht an ihre Police und damit nicht an ihr Geld. Eine bittere Pille, denn die Schieflage vieler Versicherer ist noch nicht gebannt. Die Lage der deutschen Lebensversicherer hat sich nicht substanziell geändert. Die niedrigen Zinsen, die im Moment vorherrschen, machen es schwierig für die Lebensversicherer, die Erträge zu erwirtschaften, die man dem Kunden auch später gutschreibt. Daher können wir weitere Fälle für den Sicherungsfonds nicht ausschließen. Fazit: Der Kunde bezahlt den neuen Sicherungsfonds und trägt damit auch das Risiko. Ein Gesetz, das den Versicherten noch stark zu schaffen machen könnte. Das war Plus Minus für heute vom Bayerischen Rundfunk. Hier geht's jetzt weiter mit den Tagesthemen und damit tschüss, servus und auf Wiedersehen aus München. Être.